Weiter geht's hier mit Wolfenstein. Wir sind immer noch in der Kanalisation unterwegs. Wir müssen wieder einen Weg nach oben finden. Diesmal scheint das ein etwas entspannterer Levelabschnitt zu sein. Es wird gespeichert. Das ist eine Schrotflinte. Okay, so viel zum Thema entspannterer Levelabschnitt. Ich nehme mal an, hier kommen jetzt Gegner. Da hinten haben wir noch einen Freund. Los, was die hier unten zu suchen haben. Oh! No, huhu. Da ist eine Röhre. Jetzt haben wir hier drei Möglichkeiten, wo wir weiterkommen, oder was? Haben wir auch Munition irgendwo? Natürlich nicht. Öffnen auf der anderen Seite. Ich nehme mal an, da kommen wir über das Rohr rein. Die Frage ist bloß, schaffen wir das? Wir müssen nämlich mal von hier springen. Oh Gott. Ja. Okay. Ich hoffe, der hat nach den Viechern gespeichert. Natürlich nicht. Hä? Oh, ich habe schon übersehen, mein Freund. Hä? Wie soll das gehen? Ich will da unten rein.
Und wäre das nicht so nervig jetzt mit den Viechern, wäre das wesentlich schöner. Toll. Was? So ein Töpfer. Vielleicht müssen wir wirklich mit Anlauf dahin springen. Es ist ja schon ein bisschen komisch, dass das Loch genau hier ist. Sehr schön. So, haben wir das auch mitgenommen. Sind stolz auf uns. Und dann können wir jetzt hier den offiziellen Weg weiterlatschen. Was blinkt hier? Ich hätte gerne Munition. Das ist, was mein Herz begehrt momentan. Wo sind wir denn jetzt? Theoretisch müssten wir gleich am Ausgang sein. Jetzt sind wir auf einmal über den. Ach ja, wir sind hier hochgeklettert. Willkommen zurück, Captain Blazkowicz. Howdy, Cowboy. Was zur Hölle machen Sie da? Ein Forschungsprojekt. Sie machen Max Angst. Sorry, Kumpel. Hätte nicht gedacht, dass er so ausflippt. Los, Max, gehen wir. Ist das sein Sohn? Nein. Naja, irgendwie, ich weiß nicht. Also nicht sein Sohn. Es ist so, Klaus hatte mal einen Sohn, im Krieg geboren. Ein Wunder, sagt er. Sie hatten es jahrelang versucht, er und seine Frau. Er wäre bestimmt ein guter Vater. Für einen von denen. Das Kind hatte einen verkrüppelten Fuß. Klaus wusste natürlich sofort, was das bedeutete. Er bat die Ärzte inständig, es nicht zu melden. Als die Geheimpolizei den Jungen mitnehmen wollte, schritten Klaus und seine Frau ein und sie bekamen eine Kugel in den Kopf. Das Kind auch. Klaus konnte sie nicht beschützen. Dafür gibt er sich die Schuld. Ich glaube ja. Und er wird dem Regime nie verzeihen. Vielleicht sollte ich noch Max sehen, ob es ihm gut geht. Da muss doch was vielleicht versteckt sein, oder? Warum ist das Ding hier offen? Die anderen sind aber zu. Na gut, vielleicht auch nicht. So, jetzt haben wir da ein Ausrufezeichen, warum auch immer. Was ist das? Das Spielzeug hat dich gefunden.
Müssen wir wohl Spielzeug für ihn finden, um uns wieder zu entschuldigen, nehme ich mal an. Okay, das ist das Ziel. Wir gehen jetzt aber zu Max hoch. Amerikanischer Trottel. Wo ist der Typ? Hast du dein Spielzeug verloren, Max? Und wie finde ich die jetzt? Das scheint jetzt auch nur so eine optionale Aufgabe zu sein. Aber ich nehme an, wir kriegen einen Bonus, wenn wir die erfüllen. Deswegen will ich sie auch gerne machen. Wir haben doch aber ein Spielzeug für ihn. Ein Roboter, Telefon. Ein LKW und Bausteine. Telefon, LKW und Bausteine. Wo finden wir denn sowas? Wir gehen erstmal hoch. Ja, die Spülung geht jedenfalls noch. Ob es jetzt was bringt, wenn wir die Dinger werfen? Wahrscheinlich nicht. Albtraum brauchen wir nicht. Ah, vielleicht können wir jetzt wieder nochmal in unserem Bettchen schlafen. Wo soll denn das verfluchte Spielzeug sein? Oder wir müssen durch diese Tür, wo Fergus den Schlüssel hat. Oh. Schimmel befallen Berlin, London, 15. Mai 1953. Das nennt man wohl ausgleichende Gerechtigkeit. Laut Berichten unserer Freunde vom Widerstand scheint eine neue Art von Schimmelsporen Gebäude befallen zu haben, die aus dem vom Regime verwendeten Superbeton bestehen. Entstanden ist der Schimmel im riesigen unterirdischen Blutfunksystem und breitet sich nun über die ganze Stadt aus. Freunde vom Widerstand, das könnte für uns ein großer Vorteil sein. Der Schimmel fraß scheint die Stabilität des Betons zu beeinträchtigen, wodurch für das Regime wichtige Gebäude in Berlin einfacher zerstört werden können. Tja, wenn die das jetzt, die Deutschen das auch wissen, warum benutzen sie den Beton dann noch? Und wo finden wir das Spielzeug? Ich glaube, wir sollten erstmal eine Nacht darüber schlafen. Toll, verdammt. Okay, Folgenpause, Spitze bedanke mich. Bis dann.